Was hast du jetzt alles drauf gemacht hier? Naja, eine dicke Schicht Make-up auf jeden Fall. Dann, wir müssen halt gucken, dass man es auf dem Foto sieht, weil auf dem Bild sieht man es halt kaum, ne, das Make-up. Das sieht viel natürlicher aus als dann in live, deshalb muss ich sie viel stärker betonen als sonst. Wie machst du das eigentlich, so lange immer gleich zu schauen? Konzentration. Muss ich vorstellen, das ist hier eine große Chance und man will die natürlich nicht vermasseln. Deswegen strengt man sich halt ein bisschen an, bleibt konzentriert und dann klappt es schon. Was ist denn ganz besonders daran, mit Studenten zu arbeiten? Eine frische Energie, denke ich. Und dann die Studenten machen gleichzeitig Modell und die sind, haben selbst das Konzept gemacht. Also es ist sehr spielvoll im Vergleich zu mit professionellen Modellen, die keine Vorbereitung dafür gemacht haben. Hast du irgendeinen Tipp für die Models? Fokussiert sein, also mit dem Fotograf spielen. Diese Arbeiten sind Teil eines Projektes, das heißt Fashion Label. Jeder Student muss in Gruppen arbeiten, um richtig ein Fashion Label zu organisieren. Das heißt, einen Namen, ein Logo, Konzept, Zielgruppe und so weiter. Die machen dann eine Kollektion, die zeichnen sie mit Materialien, Ideen. Dazu noch Moodboards, um eine Idee zu haben, okay, wie ungefähr ist die Stimmung dieser Kollektion. Und dann kommen wir zu unserem Shooting heute. Das sind dann Looks, die aus diesen Zeichnungen genommen sind, um das zu präsentieren. Ungefähr dieser Look steht für mein Fashion Label. Was wichtig ist, ist die Kreativität, dass man sieht, was für eine Kleidung kann ich wie gestalten, ungefähr. Das ist sehr wichtig. Es ist nicht so eine Trendgeschichte, es ist mehr eine Idee. Wir haben Vintage gekauft. Diese Vintage wird gemacht, getürnt, genäht, um etwas Neues zu machen. Es ist schön, einen Look zu kreieren, ohne dass man wirklich noch eine Näharbeit machen muss. Das Studium ist sehr umfassend. Also wir haben auch Betriebswirtschaftslehre, Trend- und Lifestyle-Forschung ist dabei, auch Module wie Modejournalismus zum Beispiel. Also im Grunde die ganze Bandbreite der Mode lernen unsere Studierenden innerhalb des Studiums kennen. Das Besondere ist auf jeden Fall, dass er sehr praxisverankert ist, also in dem Sinn, dass es viele Module gibt, mit denen die Studierenden zum Beispiel selber Kampagnen planen, in Kooperation mit Branchenpartnern aus der Mode, aber eben auch so wie dieses Modul, eben die Modegestaltung, wo es eben nicht theoretisch nur ist, sondern eben sehr viel praktisch gearbeitet wird. Es wird gezeichnet, es werden Schnitte entwickelt, es wird genäht, das Ganze wird umgesetzt innerhalb eines Studiums. Also das ist eigentlich das Besondere, diese Verknüpfung von Theorie und eben sehr großem Praxisanteil. Mode hat mich halt immer schon interessiert und das war halt so eine super Gelegenheit, das halt einfach dieses kaufmännische BWL-Marketing halt mit meinem Lieblingsthema zu vereinen. Wir sind halt nur 14 Leute und wir können in kleinen Gruppen arbeiten. Das ist sehr praxisorientiert. Wir sehen sehr viel. Das ist halt nicht nur theoretisch. Überrascht hat mich die Vielseitigkeit. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Facetten hat. Also, dass es im Marketing so weit reingeht oder auch BWL-technisch, dass es so alles weit verknüpft ist. Das Lustige ist, dass wir so diejenigen sind, die vielleicht am wenigsten aufs Äußerliche achten. Also, es gibt andere Studiengänge, wo man denkt, oh mein Gott, die sind total modeaffin und alles. Und wir kommen manchmal total. Ja, also gar nicht so modebewusst so nie, aber ja, das ist das Lustige daran, einfach dieser Widerspruch ein bisschen.